Hallo, wir sind hier in Eurotier beim Hamlet. Dieses Jahr haben wir neue Ergebnisse von einem großen Forschungsprojekt, das wir an der Uni Arkansas in Amerika gemacht haben. Das Thema war Anti-Ernährungsfaktoren in Geflügel und besonders bei Küken. So, man weiß schon, dass die Anti-Ernährungsfaktoren von Sojaschrott relativ gefährlich bei Völkern sind. Aber man wusste nicht, wie wichtig und gefährlich diese Faktoren bei Küken sein können. So, wir haben deswegen eine große Forschung an der Uni Arkansas gemacht, wo wir verschiedene Gehalte von Anti-Ernährungsfaktoren bei Küken probiert oder getestet haben. No? Und wir haben sehr interessante Ergebnisse bekommen. So, wir haben gesehen, dass die Anti-Ernährungsfaktoren von Sojaschrott sehr wichtige negative Effekte auf die Gesundheit, auf die Darmgesundheit von Küken haben. Sie können Durchfall führen, weil sie einen Effekt auf die Küken als chronische Entzündung haben. No? Und das ist sehr, sehr wichtig. So, wir haben auch gesehen, dass es gibt einen systemischen Effekt im Blut. Es gibt auch eine systemische Entzündung. Und deswegen ist dann die Leistung von den Küken nicht so gut und auch die Gesundheit vom Darm. So, diese Woche hatten wir auch eine Tagung, ein Seminar mit Professor Elisabeth Santin von Brasilien. Und sie ist eine Expertin über Geflügelernährung und Immunologie. Und sie war ganz klar und deutlich, so die Anti-Ernährungsfaktoren im Futter spielen eine wichtige Rolle bei jungen Küken. So, wir sollten auf den Gehalt von diesen Faktoren im Starterfutter aufpassen. So, deswegen unsere Empfehlung ist, dass wir weniger als 30% Sojaschrott im Starterfutter haben. So, dann können wir andere Proteinquellen haben mit Qualität, gute Verdaulichkeit und ohne Anti-Ernährung. Faktoren. Das ist unsere Empfehlung. Ich wünsche Ihnen ein tolles Eurotier.